Ja, hallo. Entschuldigen Sie für die Störung. Mein Name ist Rolf Müller. Ich komme vom IZT, vom Institut für zukunftsorientierte Technologieberatung. Wie grün ist Ihre Wohnung? Also ich habe eine grüne Wand. Nein, ich meine, wie umweltbewusst ist Ihr Umgang mit Medien und Informationstechnologie? Also ich spiele ja PC und bringe da manchmal ein paar Leute um, wie bei jedem Ballerspiel. Aber in der Realität bin ich recht gut zur Umwelt und zu den anderen Menschen, ja. Dürfen wir da vielleicht Ihr Haus mal ein bisschen analysieren? Ja, gerne, kommt rein. Ja, vielen Dank. Aber Schuhe ausziehen, bitte. Ja, kein Problem. Ich will ja nicht, dass Sie Dreck reinbringen. Nein, nein, keine Sorge. Ja, mach ich sicher aus. Ja, danke schön. Bis dann. Oha. Sie haben das Licht an und den Rollladen unten, obwohl draußen die Sonne scheint. Ja, ich mag das Tageslicht nicht so. Das ist aber erstens viel gesünder für Sie und viel gesünder für Ihren Geldbeutel. Ja? Ja. Okay. Probieren Sie es doch mal aus. Na gut. Na, schauen Sie, ist doch alles schon mal in einem viel besseren Licht hier. Ja, bis hier noch geht. Und wie ich sehe, haben Sie 4 Computer? Ja, einmal hier mein Laptop, mit dem ich Bildbearbeitung mache, bis im Internet surfe. Hier zocke ich mit den zwei, aber ich zahle jetzt hier mal einen coolen PC angeschlossen. Das schreibe ich dann mit meinen Freunden und hier höre ich Musik und ja. Sind so viele Computer denn überhaupt wirklich nötig? Ja, ich denke schon, oder? Haben Sie schon mal über Alternativen nachgedacht? Welche Alternativen? Naja, stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Oh fuck! Ich glaube, Sie haben da ein Problem. Aber ich kann Ihnen helfen. Ja, hallo. Das sind Sie ja. Und das ist Ihre alte Kiste. Nun schauen Sie mal. Dieses Netbook ist viel portabler. Sie sind flexibel, Sie können es überall mit hinnehmen. Er ist schneller und vor allem spart er viel Strom. Beim Kauf sollten Sie zudem auf folgende Umweltzeichen achten. Wie ich sehe, haben Sie auch einen Drucker. Ja, das ist ein neuer von H. Das ist ja sehr schön. Wissen Sie auch, wie man einen solchen Drucker ordnungsgemäß entfernt? Nein, aber der ist ja auch noch relativ neu. Den will ich nicht entfernen. Ich zeig's Ihnen mal. Es ist nämlich beim Drucker ganz wichtig, dass Sie ihn vorher auseinanderbauen, bevor Sie ihn in den Müll schmeißen. Weil die Einzelteile in verschiedenen Stationen recycelt werden. Und das ist auch... Hey, mein Drucker! Ich sehe, Sie haben auch den Fernseher an, obwohl Sie am Computer sitzen. Ja, richtig. Das ist natürlich so überhaupt nicht gut. Sie können ja nur auf eins der beiden Medien gucken. Ja, stimmt. Dann sollten Sie den Fernseher oder den Computer vielleicht ausschalten. Okay. Entscheiden Sie sich. So, okay. Ja. Was kann man denn sonst noch hier in der Wohnung tun? Nichts, oder? Ah, wie ich sehe, haben Sie Steckerleisten. Das ist gut. Dadurch können Sie den Elektrosmog perfekt regulieren. Denn jedes Elektrogerät produziert Elektrosmog. Das sind elektrische Wellen, die Sie und Ihren Körper belasten können. Okay. Außerdem können Sie dadurch den Stromverbrauch perfekt regulieren, da auch Geräte im Standby-Modus Strom verbrauchen. Okay, gut. Jedoch ist dieses Gewurstel, was Sie da unten haben, ein potenzieller Gefahrenherd. Haben Sie die Nachrichten denn nicht gesehen? Welche Nachrichten? Na, dann schauen Sie doch mal. Gestern brannte ein Einfamilienhaus aufgrund eines Kabelbrandes ab. Wussten Sie eigentlich, dass die Kommunikations- und Informationstechnik rund 33 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß produziert? Alleine die Produktion von einem PC-Monitor verbraucht rund 3000 Kilowattstunden Energie und setzt 850 Kilogramm des Treibhausgases CO2 frei. Aha! Sie haben 3 Handys! Ja, das ist richtig. Und zwar ist mir das runtergefallen und seitdem geht es nicht mehr. Bei dem ist der Akku defekt und das benutze ich zurzeit. Wissen Sie denn, was viel, viel billiger ist, als sich immer ein neues Handy zu kaufen? Ein Handy zu klauen? Nein, ein Handy reparieren zu lassen. Ach so. Da müssen Sie einfach die Einzelteile austauschen und dann geht das Handy wieder.
Wie ich sehe, benutzen Sie Flachbildschirme. Ja, ich habe hier zwei, dann mein Fernseher natürlich auch ein Flachbildschirm und sieht halt einfach besser aus und verbraucht weniger Platz. Das ist natürlich der erste Faktor und der zweite ist, das ist auch viel umweltbewusster. Die verbrauchen nämlich viel, viel weniger Strom als so ein riesiger Röhrenbildschirm. Ja, kann sein. Naja, gut, vielen Dank. Ich glaube, Ihre Wohnung ist jetzt grün genug. Ja, dann hoffe ich, dass Sie jetzt wissen, wie Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Herr Grüne. Ja. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ich muss weiter zocken. Tschüss. Tschüss.